Ich habe hier Max Greim, der in seinem ersten Länderspiel als Starter gegen die Belgier unglaublich dominiert hat. Jetzt kommt die berühmte Reporterfrage. Wie fühlst du dich? Gut, also nach dem Spiel, also ich war ein bisschen nervös, aber das ist dann nach dem ersten Inning weggegangen. Und dann habe ich die Belgier zerstört. Und jetzt kommt der Luis für mich rein und jetzt kann ich chillen. Also mir geht es im Moment ganz gut. Danke. Luis Santa Cruz. Du pitchst gleich? Ja. Schon nervös? Also, eigentlich nicht. Ich werde sie halt zerstören. Dann geht er schon. Seid ihr alles Zerstörer? Ja. Kann ich den filmen? Ja. Wegen Krampf im Arsch. Hier, lass mich kurz passieren. Bomb hits it to deep left. That might send the Yankees to the World Series. Four and a hero in game seven. Durchgesetzt. Wir haben gut gespielt, haben die Belgier unter Druck gesetzt, haben hart gehauen, waren keine Cheap Hits dabei. Richtig, manche haben sich halt sehr gut konzentriert und hatten 2 bis 3 Hits. Der Maxi Greim aus Freising hat bis ins 5. Inning No-Hitter geworfen. Bis ins 6. Inning. Wir hätten ihm den No-Hitter auch schenken können, wenn wir im 5. Inning bei 8-0 Führung und Bases loaded die 2 Punkte gescored haben. Haben wir leider nicht. Haben auf den Boden gehauen, schlechte Pitches gechased zu dem Zeitpunkt. Dann kam der große Regen. Dann habe ich den Maxi Greim dann halt nicht mehr starten lassen, weil der hat eine Stunde Pause gehabt. War auch schon bei 88 Pitches. War aber eine ganz souveräne Leistung. Dann kam der Luis Santa Cruz. Hat 2 Strikeouts geworfen, auch starke Leistung nach dem Regen und wir haben dann noch die 2 Runs gemacht. Und ja, ich bin zufrieden. Es ist halt immer noch so, dass wir gerne die Italiener und die Holländer geschlagen haben, aber die Belgier war nicht klar, aber hätten wir das nicht geschafft, wäre es schon ärgerlich gewesen. Und dein Fazit zur Vorrunde jetzt? Ja, die Vorrunde ist halt die verpassten Möglichkeiten. Es ist immer noch so, dass die Holländer waren schlagbar, Italiener waren schlagbar.
Wir sind mit Augenhöhe auf Augenhöhe mit denen im Schlagen, habe ich ja schon gesagt gehabt davor. Im Fielding, da hat es halt gehabert bei uns im Fielding, das schnelle Umsetzen, schnell den Ball anlaufen, bei allen Fieldern. Deswegen haben wir ja auch gegen die beiden verloren. Es lag ja nicht am Pitching und es lag auch nicht am Hitting. Es lag auch nicht am Outfield, aber es lag halt im Feld. Und heute gegen die Belgier, da haben wir souverän, also glaube ich, einen Error gemacht im Feld. Sonst hat halt der Maxi Grime auch viele Strikeouts, wir hatten auch Flyouts. Der Janis Muschig am ersten Base hatte drei Plays, wo der Pitcher der Maxi Grime gut abgedeckt hat, was wir ja auch vorher extensiv geübt haben. Und ja, ich bin eigentlich zufrieden. Wobei es ist halt, also hätten wir die Belgier nicht geschlagen, dann bräuchten wir ja gar nicht mehr weitermachen. Okay, danke.